Für eine kurze Intervention. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle ein sehr begrenztes Demokratieverständnis bei Frau Göring-Eckardt fest. Ein sehr begrenztes. Offenbar nur für Menschen, die ihrer Meinung sind. Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen. Und deswegen ist die AfD hier im Deutschen Bundestag. Deswegen sind wir drittstärkste Kraft geworden, damit endlich wieder Pluralismus auch in diesen Deutschen Bundestag einzieht. Und Frau Göring-Eckardt, ich finde es armselig, wenn Sie wie ein Bundestagsküken jegliche Zwischenfrage einer Fraktion ablehnen. Ich finde es armselig. Es ist ein Zeichen von mangelnder Kollegialität in diesem Hohen Hause. Und ich sage jetzt gerne das, was ein sehr unangenehmes Thema ist, weil es die Menschen in unserem Lande bewegt. Ich frage, wer ist Familie? Wer gehört zum Beispiel nach Ihrer Auffassung, Frau Göring-Eckardt, zur Familie? Gehört dazu auch die Zweitehefrau? Gehört dazu die Zweitehefrau wie in Pinneberg, wo jetzt ein Syrer den Familiennachzug bewilligt bekommen hat, dass die Zweitehefrau kommen durfte? Es ist unglaublich. Es sind 12 Menschen mittlerweile. 12 Menschen sind mittlerweile auf Kosten der Steuerzahler unseres Landes, die in Pinneberg dort sind, weil Polygamie ermöglicht wird. Polygamie darf in Deutschland keine Zukunft haben. Frau Kollegin Göring-Eckardt, Sie können antworten.